Für 604 Euro ersteigert. Aber man kann auch durch auch mit kleinem Geld Oldtimer-Fan werden. 10 Jahre war das Auto in der Tiefgarage. Folglich muss dann ein bisschen was gemacht werden. Und wir kommen zum Elfer.
das 911er Coupé, der echte Porsche für die Touristen, ist der, das immer noch die Baureihe und die von Thomas Prochazki und Andrea Karnath auf dem Porsche 911, Baujahr 84, mit 3,2 Liter Hubraum, 207 PS. Mit dem SC-Kürzel sollte eigentlich bei Porsche die Carrera-Ära beendet werden, sollte das Auslaufmodell sein. Das Nachfolgermodell der 928 war ja schon auf dem Markt, aber Thomas Prochazki aus Frankenthal hat den Wagen aus Kalifornien exportiert, wurde 94 bis 2011 in Japan zugelassen und 2011 wieder nach Deutschland in Frankenthal gebracht, hat 300.000 Kilometer auf dem Porsche Tacho mit Originalaggregaten. Die Startnummer 60, Sven Mühlberger und Carsten Müller auf dem VW Golf 1, der eine ganze Generation befeuert hat. Ich weiß gar nicht, wir sind mittlerweile beim Golf 7, glaube ich, angelangt. Wer kennt ihn nicht, den Golf 1? Mittlerweile ein gefragter Oldtimer, Baujahre 74 bis 83. Das war die große Hoffnung von Volkswagen, wieder in die schwarzen Zahlen zu kommen. In den roten Zahlen war man ja. Und der Golf verdient bis heute das Geld bei Volkswagen. Wenn auch wenig pro Einheit, aber immerhin. Sven Mühlberger hat den Golf seit 2003 aus zweiter Hand erworben. Das Fahrzeug wurde teilrestauriert. Zuletzt wurde auch der Motor überholt. Mit 110 PS ein ausgesprochen launiges und frisches Fahrzeug. Frisch vom Fahrwerk her, der ist richtig agil. Was anderes dagegen ist der 240D von Hans Graf, der Mercedes-Benz mit 2,4 Liter Hubraum und 72 PS. Ja, das Auto braucht seine Zeit, bis er auf Touren ist. Ja, das ist die Wiederentdeckung der Langsamkeit. Aber es fehlt. Und es gab mal eine Umfrage und bei der ADAC-Tannenstatistik beispielsweise war der 123er Klassenbester. Und im Rahmen einer Leserbefragung der Autozeitschrift Automotor Sport hat man herausgefunden, dass durchschnittlich 800.000 Kilometer gegeben, bevor das Auto das erste Mal gewartet hat. Also der ist ja jetzt gerade eingefahren mit seinem, weiß ich gar nicht, wie viel er drauf hat, wie viele Kilometer. Also es kann nicht viel sein. Oder es müssen viele sein, so rum. Hans Graf aus Mannheim will natürlich da noch viele, viele, viele tausend Kilometer fahren. So, nächste Corvette steht an, diesmal eine C3. Gerhard Lott ist der Besitzer des Baujahr 82, 200 PS, knapp 6 Liter Hubraum, 5,7 Liter. Im Herbst 67 als dritte Corvette-Generation eingeführt. Man hat diese Version auch Stingray genannt. Und das Auto war trotz ein Audi GT5S, 1980, 2 Liter Hubraum, 1914 Liter Hubraum, 150 Bettina vom MTC Urban. Da ist durch gesagt, der ist der erste Hubraum, Bettina war Schriftführerin. Wenn Sie Schriftführer beim MTC wählen möchten, gerne Bettina, ja, du weißt ein, was du siehst. Und der ist Bettina, hat das Indien-Silber, das wird das Bettina, das wird das Thank you.
Beispiel, wo die Firmen so viel Teile in Handarbeit gefertigt haben. Diese 10 Modelle waren weitgehend in Handarbeit gefertigt. Deshalb der Preis natürlich dementsprechend hoch war. Das hier vorgestellte Kopie wurde 64 an einen Schuhfabrikanten in Pirmasens ausgeliefert. Ja. Der sogenannte Pappbrief ist heute noch vorhanden. Später wurde das Auto nach Berlin verkauft. Dann sogar zu einer Auktionsfirma, dann kam es in der Nähe von Frankfurt. Und vor einem Jahr konnte Matthias Schwinze das Fahrzeug erwerben. Seitdem trägt das Fahrzeug wieder Pirmasenser PS-Kennzeichen, wie wir früher auch den dieser Bindungsschiffig-Fahrzeug ja schon erhalten werden. So, dann kommen wir zur Startnummer 70. Herbert und Johanna Rockenfeld auf dem Porsche 911 SC Carrera, 3,2 Liter, Baujahr 85, 231 PS, 3,2 Liter Hubraum. Der Carrera 3,2 Liter meisterte alle Aufgaben, egal ob Leistungssport, Urlaubreise, Fahrt zum Supermarkt, schafft der Porsche alles. Verbindet Vernunft und Lust wie kein zweites. Der hier vorgestellte Wagen hat keine Vorbesitzer. In der Familie Rockenfeld wurden insgesamt 504.000 Kilometer abgespult. Bei 498.000 wurde der Motor einmal revidiert.